Moin Moin liebe Freunde, simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox das Lizard Farm Meißelpaket vor. Genau, hört sich erstmal wild an, als es ist. Es sind zwar quasi Flüge, aber ihr kennt ja die Flugform, die reguläre ist natürlich ab und zu ein bisschen schwierig zu fahren. Deswegen hat sich der Modder KRKZ Modding sich gedacht, bringen wir mal ein Paket raus. Dieses Paket beinhaltet insgesamt drei Flüge. Einer davon, der ganz rot hin, ist so ein Frontflug, ein sogenannter Frontmeißel, so wird es offiziell in dem Mod beschrieben. Das Ganze finden wir auch wie gewohnt unter Flüge. Ihr seht ja, das sind halt diese Standardflüge, ne? Die kennt ihr, sind natürlich ja etwas schwieriger zu fahren. Man muss, ne, es ist ein bisschen aufwendiger. Und hier habt ihr natürlich dann eine einzige Spur, wie ein Grubber und so weiter und könnt fahren. Es gibt einmal den also Farm 9 Meißelgrubber. Man kann immer die Haupt- und die Designfarben bei allen, ne? Also das zeige ich euch jetzt einmal und nicht bei jedem. Hat 1,5 Tonnen Eigengewicht, benötigt 100 PS, hat 3,3 Meter Arbeitsbreite, mit 10 km/h ist das Ganze zu betreiben. Dann gibt es das größere, also Meißelgrubber, wiegt 2 Tonnen, braucht 170 PS, hat 5,70 Meter, das ist das breiteste von den ganzen, von den dreien. Auch hier sind die Farben genau wie gerade eben auch, bleibt alles gleich. Und das ist der Frontgrubber. Ne, also der FMD 10 Frontgrubber, wiegt 1,5 Tonnen, braucht 200 PS, hat 5,1 Meter Arbeitsbreite und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. So, texturenmäßig muss ich sagen, ist es okay. Ist, ja, es ist halt recht schlicht und einfach, da gibt es halt nicht viel, was man so sagen kann. Also, ja, ist wohl ganz gut. Was aber natürlich der Vorteil ist, zum Beispiel von diesem Frontmeißel ist, ich habe es mir hier bereitgestellt, dass man natürlich jetzt dafür sorgen kann, wenn man in die Übersicht schaut, wir sind jetzt hier bei der 40, aktuell ist es abgeerntet bzw. muss gepflügt werden. So, und wenn wir jetzt, genau, muss gepflügt werden. Wenn ich jetzt einfach mal sage, und immer unter der Voraussetzung, ihr möchtet oder wollt keine Steine sammeln, ne? Das ist immer entscheidend. Und wenn ihr Steine sammelt, wird natürlich noch ein Zwischenschritt kommen, weil so könntet ihr jetzt rein theoretisch sagen, ihr fahrt in diesem Gespann los, vorne ist halt der Tiefenlocker, der natürlich den Boden jetzt dann vorbereitet, hinten zieht ihr die Scheibenecke hinter euch her und schon habt ihr das perfekte Saatbeet. Ihr fahrt trotzdem 10 km/h, ich habe jetzt hier den Case Magnum genommen, genau. Und ihr seht auf der Overlay, der Status muss gepflügt werden, geht weg, und wenn wir hier hingehen, seht ihr Saatbeet. Das heißt, wenn ihr quasi mit diesem Gespann das Feld so komplett bearbeitet, habt ihr automatisch schon das perfekte Saatbeet. Hier ist natürlich das Problem, der grobe, die Scheibenecke ist etwas breiter als der Frontmeißel. Das kann man natürlich auch besser anpassen. Ich habe es mir so gedacht, dass es natürlich einfacher ist. Man sieht an Texturen, wo man mit dem Frontmeißel noch langfahren müsste. Ne? Also das klappt wirklich gut. Wir können ja mal eine Wendung machen. Und nochmal zurückfahren. Damit wir uns mal die Textur angucken. Wir lassen mal einen Helfer jetzt fahren. Er geht auch in den Boden rein und schiebt auch schön die, ja, die Erdwalz vor sich her. Er hat dann den Scheibling runtergelassen. Das ist ein Standardspiel, ne? Nur Zusatzinformation. Ne? Also das passt soweit. Mehr gibt es zu diesem Mod eigentlich auch gar nichts zu sagen. Außer, dass, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr das gut empfindet. Gerade für die, die nicht so gerne flügen, haben wir jetzt wieder eine Möglichkeit, halt auf eine quadratische Ebene zu gehen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.